Jo Leute, willkommen zu einem weiteren Part. Diesmal machen wir den Eier Cup. Ja, richtig. Den Eier Cup. So, Grand Prix und 150. Diesmal nehmen wir auf Bohu. Den haben wir noch nicht genommen. Das können wir so lassen. Und ja, diesen Eier Cup hier. Den machen wir. Und ich habe jetzt rausgefunden, wie man diese automatische Steuerung ausschaltet. Das heißt ganz einfach, man drückt Start. Und dann kann man das alles ausstellen, was man möchte. Und ich dachte, was ist das für ein Fehler oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall kann ich das euch gleich nochmal kurz zeigen, wie das funktioniert. Yoshi's Piste, wer kennt es nicht? Das war damals im ersten DLC. So, dafür muss ich mal hier Start drücken. Und so, hier kann man zum Beispiel mit der L-Taste jetzt gucken. Und das war nämlich an. Das war nämlich an und dementsprechend Schlausteuerung. Hat uns das Teil quasi so gelenkt, dass wir nirgendwo Abkürzungen nehmen können, sondern nur auf der Strafe, nur auf der Straße bleiben durften. Ansonsten mit Y ist halt Bewegungssteuerung können wir auch anlassen. Für den Pro Controller brauche ich nicht und R ist automatische Beschleunigung, brauche ich auch nicht. Und dementsprechend ist jetzt alles eingestellt und let's do it. Ja, und jetzt können wir auch zum Beispiel hier Abkürzungen nehmen. Das passt perfekt. Zum Beispiel hier vorne können wir jetzt hier reinfahren. Wenn wir diese Schlauchsteuerung hätten, hätten wir wahrscheinlich da niemals reinfahren können. Weil das sorgt dafür, dass du wirklich nur auf der Bahn bleibst und sonst nichts machst. Dementsprechend ist das jetzt aus. Es ist natürlich jetzt wieder ein bisschen, naja, was ist gefährlicher zu fahren, aber so wie wir immer gefahren sind. Und ich merke schon, ich muss erstmal wieder reinkommen, beziehungsweise Bohu ist irgendwie schwer und ich fahre jetzt gegen Wände. Dabei ist er doch ein Geist, der müsste eigentlich super leicht sein. Übrigens, das ist dieser Cup, der damals das erste Mal mit den DLCs dazu kam, diese Eier Cup, und der ist komplett halt quasi damals nicht da gewesen bei Mario Kart 8, nur mit den DLCs erhältlich, und hier ist das bei Deluxe alles mit in einem mit dabei. Ja, unglaublich, ne? So sieht's aus und wir fahren. Ich merke, ich komme hier gar nicht in die Kurve rein mit diesem schweren Buhu-König, aber na, ich weiß nicht, also Buru-König ist, weiß ich nicht, also auf jeden Fall muss ich da irgendwie lernen, mit ihm zu fahren, weil irgendwie habe ich gerade wirklich ein Problem mit ihm da, ja, die Kurven zu bekommen, das gibt's nicht, ich kriege keine Kurven. Der zählt als schwerer Charakter. Der hat zwar super Topspeed wahrscheinlich, aber, ja, schlechte Kurven und eine schlechte Anfahrzeit. Sagt man das so, Anfahrzeit? Also beziehungsweise, es dauert etwas länger, bis ihr dann losfährt. Aber dafür halt ein super Speed-Tempo. Ja, ansonsten kann ich nichts gegen den sagen. Gegen Buhu ist halt wie Bowser, ne? Ihr wisst, Bowser ist der schwerste Charakter. Und wenn man mit ihm fährt, dann kann man auch alle schön wegschubsen mit seinem Stachelpanzer. Ja klar, der Buhu wird vom Buhu beklaut. Das ist natürlich Ultra-Sinn-Gemache. Auf jeden Fall macht das doch keinen Sinn, dass der Geist den Geist beklaut. Da ist doch irgendwas falsch. Da ist irgendwas im Busch. Oh, hier haben wir auf jeden Fall eine schöne Bombe. Ja, bitteschön. Doch leider keiner fährt da rein. Und das macht nichts. Das macht nichts. Da wird auf jeden Fall wahrscheinlich keiner reinfahren, weil die schon explodiert ist. Aber das macht ja nichts. So. Nein! Inkling Boy! Ja, mit den Inklings ist auch auf jeden Fall cool zu fahren. Wahrscheinlich werde ich im nächsten Part dann Daisy wieder nehmen. Weil wir dann alle neuen Charaktere einmal durch sind. Und dann nehme ich meinen Lieblingscharakter und das ist halt nur mal Daisy. Ist halt so. Jo. Und nächste Runde. Mal schauen, was uns da wartet. Exit Bike Station. Aha, okay. Dann fahren wir mal die Exit Bike Station. Oder Bike Station. Was weiß ich, wie man die ausspricht. Oh, da haben wir den Start verkackt, weil ich irgendwie gerade nicht konzentriert auf den Start war. Aber auf jeden Fall, das ist alles halt DLC-Strecken, die es damals bei der Wii U gab. Und hier sind die halt, ja, mit dabei. Als Standardstrecken, die man schon sofort fahren kann, ohne sie freizuschalten. Und dann gucken wir mal, was wir für ein Glück diesmal hier haben. Wer ist vorne? Ah, dieser Hund. Dieser Hund von Animal Crossing. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wie heißt der Hund aus Animal Crossing? Oh Mann. Isabelle? Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß die? Schande über mich. Dabei mag ich doch Animal Crossing, aber ich hab's vergessen. Auf jeden Fall ist sie dort bei Animal Crossing im Büro.
Das weiß ich noch. Und bei der kann man halt die Stadtverschönerungen machen bei New Leaf. Und ja, so Sachen halt. Ihr kennt das ja, wenn ihr es gespielt habt. Nein, 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 was mache ich da? Yeah, Firehopping. Nein, Firehopping gibt's nicht mehr. Das wurde rausgemacht und das ist auch gut so. Deswegen können jetzt die Leute auch nicht mehr beim Online-Rennen, ich sag mal, verarschen. Oder halt diese geheime Technik ausnutzen, die an sich nur einfach irgendwie, ja, wie soll ich sagen, dadurch hat man einen Boost bekommen. Und das ist jetzt weg und wir fahren gegen das Gras, wie so ein Rasenmäher. Yeah. Nein, jetzt habe ich sie einfach losgeschossen. Ah, jetzt hätte ich sie gebraucht. Ah, die trifft mich, oder? Trifft sie mich? Nein, sie trifft mich nicht. Ja, okay, die trifft mich. Verdammt. Ja, die Bewohnerin. Das gibt's doch nicht. Und? Lass mich durch, sonst muss ich dich abknallen. What? Die hat Dings da benutzt. Diese komische Schockbombe da. Die alles kaputt macht. Lieg und Sieg Banane. Ja, geflogen. Ja, hat leider keinen getroffen. Die doofe Bananenschale. Und was haben wir hier? Eine Bombe. Oh, komm schon, was ist denn los? Bitte fahrt alle rein. Ja. Jawohl, den Inkling Boy überholt. Boah, Fünfter. Das gibt's doch gar nicht. So schlecht. Nee. Oh Mann, was ist denn los? Ich glaube, es wird langsam spät. Deswegen kann ich auch nicht mehr fahren. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Na gut, wir fahren einfach mal weiter. Mal gucken. Ah, die große Drachenmauer. Ja, die Strecke kennen wir auch. Ich muss sagen, ich mag Drachen ganz gerne. Allerdings, diese Strecke ist mir ein bisschen zu verwinkelt. Das muss ich auch sagen. Ich meine, wenn sie hier online kommt, na gut, hier ist es jetzt nicht online, wir sind beim Grand Prix im Cup-Modus. Aber wenn die halt hier mal online kommt, dann werde ich sie fahren natürlich. Aber wenn sie nicht kommt, dann kann ich auch gerne auf sie verzichten, obwohl ich, wie gesagt habe, gerne Drachen und sowas mag. Aber die ist halt ein bisschen so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum ich diese Strecke nicht so ganz mag, aber ich kann es halt auch nicht erklären. Es gibt halt einfach Strecken, die du gerne fährst und einfach Strecken, die du einfach nicht gerne fährst. Ich, wie gesagt, kann es jetzt halt auch nicht erklären, warum ich die jetzt weniger gerne fahre. Aber, ja, ist halt so. Na los, los, los. Let's go. Da war der neue Boost. Habt ihr den gesehen? Das war der neue Boost. Die heißen übrigens Mini Turbo. Mini oder Super Mini Turbo und Ultra Mini Turbo. Also Mini Turbo, Super Mini Turbo und Ultra Mini Turbos. So heißen die. Das habe ich nämlich gelesen. Man kann nämlich die. Also, wenn man ganz am Anfang im Titelbildschirm ist, da kann man unten rechts oder unten links auf jeden Fall irgendwo auf Menü oder Hilfe drücken. Und da wird ja alles erklärt, wie was funktioniert und dies und das und wie das alles heißt. Und da habe ich auf jeden Fall vorhin mal nachgeguckt und da weiß ich, wie das halt heißt. Und so weiter und so fort. Wer ist denn vor uns? Vor uns ist die Bewohnerin, oder? Na toll, jetzt nicht mehr. Stirb! Na gut, nicht sterben, aber außer Gefecht gesetzt. Nein, nein, komm schon. Ach, wir haben ja noch eine Runde. Ich dachte schon, das wäre vorbei. Eine quälende Runde noch. Weil ich weiß nicht, also diese Strecke ist zwar cool, aber ich gibt andere Strecken, die ich gerne fahre. Oder gerne fahren würde mehr. Ja, irgendwie ist mein Deutsch und mein Sprachsatz irgendwie schon alle. Es ist immer noch der erste Tag, wo das Spiel rauskam, beziehungsweise die Nacht. Ja, es ist Freitag morgens und wir haben knapp 4 Uhr. Richtig. Und was mache ich? Ich zocke Mario Kart und nimm's auf. Muss ja sein. Nein, es trifft mich, das gibt's doch nicht. Deswegen, es tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen verpeilt bin und ja, ein bisschen so viel Bullshit labere. Ey, das gibt's doch gar nicht. Was ist da los? Erst 5. Platz, jetzt 6. Platz. Also das ist ja eine Katastrophe hier. Insgesamt Platz 2. Oh, Platz 2. Oh, na gut, das heißt, wir können eventuell da noch was reißen. Mal gucken. Ah, die gute Mute City. Die Musik ist ja ziemlich cool. Das ist von F-Zero X. Oder F-Zero, genau. F-Zero von der Reihe. Falcon Punch! Falcon Kick! Genau. Bei Smash Bros. Die
Diri. Di. Diri. So hört sich die Musik an. Die Musik ist wirklich geil in F-Zero, das muss ich schon sagen. Oh, man merkt, es wird langsam so leicht verschwommen, wenn man zu viel Speed hat. Also zu viel Geschwindigkeit. War das schon immer so auf der Strecke? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber ich denke mal schon, ne? Nicht wundern, wenn es halt ein bisschen verschwommen ist. Es ist vom Spiel so. Das gibt's doch gar nicht. Die Bewohnerin? Dann dieser Hund von Animal Crossing. Ich glaube, die heißt wirklich Isabelle oder sowas. Und die drängen sich alle vor. Nein, das Problem ist einfach, ich kann mit Buhu überhaupt nicht fahren. Also ich kann mit schweren Charakteren, außer Rosalina, kann ich soweit nicht fahren. Wobei bei Rosalina ist wahrscheinlich auch ein Problem, weil ich immer mittlere Charaktere fahre, sprich Daisy. Aber ich wollte euch mal die neuen Charaktere zeigen. Deswegen habe ich auch mal hier so einen Buhu genommen, den ich eigentlich überhaupt nicht beherrsche. Aber naja, irgendwie wird das schon klappen. Ihr seht es ja, schon sind wir Platz 3 und gleich Platz 2. Und dann sind wir hier der Meister mit Platz 1 oder auch nicht. Das ist gut, dass ich zumindest wenigstens die Strecken kenne und weiß, wo welche Kurve kommt, weil wenn ich das nicht drauf hätte, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo runtergefallen. Und ich muss euch sagen, Leute, es ist ziemlich jetzt geil, da diese komische automatische Steuerung nicht mehr da ist, diese Fahrhilfe, weil damit konnten wir keine Abkürzung, kein gar nichts nehmen. Und jetzt können wir, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder 100% der Kontrolle über den Charakter und wir können auf jeden Fall wieder, ja, normal lenken, so wie ich das eigentlich kenne von Mario Kart, so wie sich das gehört und so wie es sein muss. Ganz, ganz einfach. Weil es war wirklich vorhin ein ganz, ganz komisches Gefühl, als ich gesehen habe, hä, stimmt da was nicht? Warum fahre ich auf einmal nicht runter oder warum falle ich nicht runter? Warum fahre ich da nicht lang, wo ich lang fahren will? Warum? Weil das Spiel dich natürlich lenkt. Das ist doch eigentlich am Anfang eine Frechheit, dass es sogar an ist. Die hätten es am Anfang ausmachen können. Und für die Leute, die dann das weniger drauf haben, wie ich schon gesagt habe, die hätten das dann anmachen können. Weil ich habe ja nicht mal gewusst, wo man es anmacht. Weil warum muss man während der Fahrt Start drücken, um dann den Controller zu bearbeiten, was du anhaben willst und nicht? Weil während des Startes lässt du ja die Speed-Taste los und dementsprechend bremsen wir ab. Also ist das nichts gut. Na, quasi und Platz 2. Nein, also dieser Cup ist schrecklich gewesen. Das war das Schlechteste. Guck mal, wir sind nicht mal... Na, Schande über uns, Schande über uns. Na gut, wir gucken uns das Ergebnis an und gehen dann in die Ecke und schämen uns, weil wir nicht mal Platz 1 sind. Jetzt abgesehen von den 60 Punkten, die wir sowieso nicht erreicht haben. Nicht mal annähernd. Wir haben nicht mal die 50 Punkte erreicht. Ach, das riecht doch nach verfaultem Ei. Nee. Nee, also Buhu, Eiercup, Scheißcup. Glückwunsch, du bist nur Zweiter. Jetzt geh und bieg Bananen. Ja, das war der Eiercup und unser nicht so gutes, ja, Fahrkünste mit Buhu. Würde mich freuen, wenn du im nächsten Cup wieder einschaltest. Ja, bewerte den Part und wir sehen uns im nächsten Cup. Und bis dahin sag ich bye bye, wink, wink und ciao, ciao.